Natürlich sind wir keine Maschinenmenschen, sagen wir. Obwohl, vieles, was früher unser Kopf erledigt hat, haben wir an die Technik ausgelagert. Wir müssen keine Wege mehr im Kopf haben. Das Navi zeigt uns den Weg. Wir müssen uns nicht mehr merken, wie ein Gebäude aussieht. Wir speichern ein Bild davon. Und wir müssen nicht mehr wissen, was in einem Buch steht. Wir schauen das einfach im Netz nach. Das alles, weil es die Technik scheinbar besser kann als wir. Das Navi findet anscheinend immer den schnellsten Weg. Das gespeicherte Bild zeigt den Kölner Dom viel genauer, als wir ihn beschreiben können. Und das Internet hält viel mehr Informationen parat, als wir jemals in unserem Gehirn speichern können. Außerdem, es ist ja auch viel bequemer. Aber die Sache hat einen Haken. Je mehr Technik wir einsetzen, desto mehr können wir. Je mehr wir können, desto mehr wird von uns erwartet. Auf die Technik zu verzichten, ist dann irgendwann nicht mehr möglich. Denn unsere Gesellschaft bewertet den Menschen nach Zahlen und Zielgrößen, jeden Einzelnen. Die Formel ist einfach: je mehr, desto besser. Das kommt aus der Wirtschaft. Je mehr ein Unternehmen pro Stunde produziert, desto größer ist der Gewinn. Und in diesem System ist der Mensch die Schwachstelle. Maschinen hingegen sind schneller. Sie werden nie müde, arbeiten immer präzise. Maschinen wehren sich auch nicht, wenn sie ausgetauscht werden. In der Fabrik gelten Maschinen oft als die besseren Menschen. Da liegt es nahe, den Menschen selbst durch Technik zu verbessern. Damit haben wir längst angefangen. Das Smartphone zum Beispiel wird Teil unseres Orientierungssinns, unseres Gedächtnisses, unserer Augen. Dabei kommen wir jetzt an eine entscheidende Grenze. Die Technik ist immer näher an unseren Körper herangerückt. Unsere Computer wurden zum Laptop. Der Laptop wurde zum Smartphone. Und das Smartphone wird gerade zur Datenbrille. Wir haben Technik nicht mehr dabei. Wir ziehen sie an. Die Grenze zwischen Mensch und Technik verschwimmt. Eigentlich gibt es nur einen logischen nächsten Schritt: diese Technik in unseren Körper einzubauen. Aber vielleicht haben wir diese Grenze auch längst schon überschritten. Macht es einen Unterschied, ob wir durch eine Datenbrille blicken? Oder ob die Elektronik in unseren Kopf eingebaut wird? Muss die Technik Teil unseres Körpers sein, damit wir Maschinenmenschen sind? Oder sind wir das nicht schon, wenn sich die Technik nur anfühlt, als wenn sie ein Teil von uns wäre? Natürlich sind wir bis jetzt noch keine Maschinenmenschen, sagen wir. Wir können die Technik immer noch ablegen. Aber können wir das, ohne dass wir das Gefühl haben, wir seien nicht komplett? 2045 soll das Jahr sein, in dem der Mensch seine biologischen Grenzen überwunden hat. Dafür entwickeln wir neue Technologien. Und es gibt keine Grenzen, die wir dabei nicht überwinden können. Ray Kurzweil ist Chefentwickler bei Google und Vordenker der Transhumanismusbewegung. Die Transhumanisten wollen die Evolution selbst in die Hand nehmen. Mensch und Technik sollen verschmelzen. Eine neue Rasse von Maschinenmenschen soll uns ablösen und unser Dasein auf eine neue Stufe heben. Es klingt wie Hirngespinste, die sich Science-Fiction-Autoren für uns ausgedacht haben. Doch dahinter steht ein finanzstarkes Netzwerk. Was seine Anhänger eint, ist der unerschütterliche Glaube an Fortschritt und Technik. Das ist der Versuch zu sagen, wir wollen keine hinfälligen Körper mehr, wir wollen kein Altern, kein Sterben mehr. Und das ist ein sehr charakteristisches Ingenieursdenken, was sozusagen wirklich unterschätzt die Komplexität oder auch Widerspenstigkeit, würde ich fast sagen, des Lebens gegenüber solchen Ingenieursansätzen. Christopher Köhnen erforscht, wie neue Technologien Mensch und Gesellschaft beeinflussen. Diese Technologien entwickeln wir immer schneller, um immer effektiver Krankheiten zu behandeln und Menschen heilen zu können.
Nur soll dieser Fortschritt für Transhumanisten nicht nur Kranken helfen, er soll auch Gesunde verbessern. Inspiration für diese Ideen finden Transhumanisten in der Grundlagenforschung. Zwei Beispiele. Wissenschaftlern ist es gelungen, eine Art Lichtschalter in Nervenzellen von Mäusen einzubauen. Durch Lichtimpulse, die über ein Glasfaserkabel ins Gehirn geleitet werden, können sie so die Aktivität einzelner Nervenzellen präzise kontrollieren. In diesem Fall können sie eine Maus auf Knopfdruck fressen lassen, auch wenn sie gar keinen Hunger hat. Damit haben sie Nervenzellen identifiziert, die an der Steuerung des Fressverhaltens beteiligt sind. Das könnte einmal Menschen helfen, die zum Beispiel an Fettleibigkeit leiden. Auch bei anderen Krankheiten wie Parkinson oder Epilepsie könnte die Methode eingesetzt werden. Es wäre aber auch vorstellbar, dass in Zukunft gesunde Menschen die Technik nutzen. Zum Beispiel, um ihre Stimmungen auf Knopfdruck zu verändern. In einem anderen Fall haben Forscher aus den USA und Brasilien die Gehirne zweier Ratten über das Internet miteinander verbunden. Wenn sie einer Ratte beibrachten, wie sie an Futter kommt, wurde diese Fähigkeit auch an die andere Ratte übertragen. Transhumanisten prophezeien, dass auch wir bald so verschaltet werden können. Dann könnten wir grenzenlos Daten austauschen, dank der globalen Vernetzung unserer Gehirne. Wir werden Computer in uns tragen, die so klein sind wie Zellen. Sie werden in unserer Blutbahn und in unserem Gehirn sein. Über diese Computer werden wir mit dem Internet verbunden sein und kommunizieren. Der Grusel, würde ich fast sagen, der von diesen Technologien, Visionen ausgeht, ist der, dass unser Körper so derartig von Technik abhängig ist, dass alles das, was das Funktionieren technischer Geräte beeinträchtigen kann, dann direkt auf unseren Körper rückschlägt. Dabei wäre das nur der erste Schritt auf dem Weg zum neuen Menschen. Denn radikale Transhumanisten wollen sogar die Einheit von Körper und Geist auflösen. Sie wollen in Zukunft ein Backup unseres Ichs erstellen können und damit unser Wissen, unsere Fähigkeiten und unsere Persönlichkeit digitalisieren. Dieses digitale Ich könnten wir dann in beliebige virtuelle Körper hochladen. Wir werden aus Millionen von virtuellen Welten wählen können. Unser Körper dort muss nicht derselbe sein wie in unserer realen Umgebung. Ein Pärchen könnte so die Körper tauschen und sich aus der anderen Perspektive erleben. In virtuellen Welten könnten wir ewig leben. Unseren realen, sterblichen Körper bräuchten wir so nicht mehr. Hinsichtlich der weltanschaulichen Fragen ist es eine Abwertung im Grunde genommen des Lebens. Also es ist eigentlich im Grunde genommen die Annahme, dass wir gottgleich etwas Neues schaffen, was dem überlegen ist, was eigentlich nicht mehr lebendig ist. Das wird uns wahrscheinlich etwas sehr Fremdes dagegen übertreten. Dann hätten wir vielleicht nicht nur unsere biologischen Grenzen, sondern auch uns selbst überwunden. Wollt ihr auch ein bisschen Popcorn haben, weil das war so spannend, Leute? Unglaublich, und es geht spannend weiter. Einfach zum Beispiel hier drauf drücken. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Ja. Auf jeden Fall hier, das können wir beide empfehlen. Auf jeden Fall. Abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und Glocke drücken, damit ihr nichts verpasst. Damit ihr auch Bescheid wisst, falls was Neues kommt. Was Spannendes.